Hallo, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Heute zu einem neuen Video. Ich habe mir auch mal die zwei eingeladen. Kennt ihr ja sicherlich aus der Werbung, wo hier der Rote über das Band hutscht und klingt. Und der eine sagt, guck mal, wir sind eingeladen. Wir stehen auf der Gästeliste. Nein, das ist die Speisekarte. Also habe ich mir heute mal gedacht, ich lade sie auch mal ein und setze sie auf die Speisekarte. Also wie gesagt, heute geht es um M&M's. Das ist pro Portion 45 Gramm, haben die 216 Kilokalorien, das macht 11% vom täglichen Tagesbedarf. So, den leckeren Schatz, ja. Mal gucken, was in dem leckeren Schatz so alles drin steckt. So, gucken wir mal. Also Eiweiß haben wir 4,6 Gramm. Kohlenhydrate 68,6 Gramm. Davon Zucker 66,4 Gramm. Also jede Menge. Und Fett sind 20,7 Gramm. Davon gesättigte Fettsäuren, Säuren 12,5 Gramm. Ballaststoffe sind 2,7 Gramm. So, jetzt wollen wir mal weiter. Schokolinsen. Milchschokolade 70% mit Zuckerüberzug. Ja. Zutaten. Zucker, Kakaomasse, Magermilchpulver, Milchzucker und Milcheiweiß. Kakaobutter, Butterreinfett, pflanzliches Fett, Glukosesirup, Stärke, Emulgatoren, Überzugsmittel, was? Karnbauabwachs, Aronen, Salz, pflanzliches Öl, kann enthalten. Erdnuss, Haselnuss und Mandel. Mindestens haltbar bis siehe Boden. Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Und wollen wir jetzt mal ein paar der Jungs hier einladen. Ja, die sind auch schon wesentlich größer wie die Smarties. Genauso bunt. Und wir machen jetzt mal hier so ein blaues mit dem blauen Messer auf. Und wir schauen mal nach. Und sehen die Schokolade mit der Fettglasur und werden jetzt gleich mal ein paar der Jungs probieren. Ja, sie schmecken halt eben ja, nach Smarties oder naja, M&M's. Reichlich süß die ganze Sache durch diese bunte Fettglasur wahrscheinlich. Kakaomäßig, also die Schokolade schmeckt man auch. Alles, wie gesagt, relativ süß, ziemlich süß das Ganze. Und naja, gut, ich sage mal so, für so ein
Filmeabend auf dem Sofa, ab und zu mal so ein paar Dragés genascht. Ruckzuck hat man ordentlich was auf den Hüften. Also ich durfte davon nicht so viel. 3 Stück im Jahr ungefähr. Naja, gut. Also, mir schmecken sie eigentlich ganz gut. Obwohl, wenn man zu viel davon isst, könnte einem davon ganz schnell schlecht werden. Aber ich kann sie halt eben weiterempfehlen, weil sie schmecken relativ gut. So, das war jetzt dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja wieder einen Daumen oben lassen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Schaut auch mal bei Facebook vorbei. Like dort meine Seite. Guckt auch mal bei meinem Hauptkanal vorbei. Ansonsten war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Und tschüss.